Heute geht es um die größte Lügengeschichte im deutschen Kinderfernsehen. Ganze Generationen wurden getäuscht mit einer fiesen Mitleidsmasche. Heute geht es um dich, Clara Sesemann. Willkommen bei... Euer Stahl. Kids, Clara Sesemann, wir kennen dich so... Boomer kennt dich so, aber alle kennen dich so. Als weinerlicher, nerviger Heidi-Sidekick. Weißt du, Clara, alle kümmern sich um dich. Und was kommt zurück? Das findest du wohl sehr komisch. Musste das sein? Stell dich nicht so an. Was kann denn passieren? Ich kann doch jetzt anhalten. Beruhig dich. Beruhig du dich mal. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich komme mir vor wie die Prinzessin in Aladdin und die Wunderlampe. Ja, so verhältst du dich auch. Es ist einfach wunderbar. Und wie gut es hier riecht. Clara, du lässt dich von einem alten, gebrechlichen Mann einen Berg hochtragen. Es riecht höchstwahrscheinlich nach Moschus. Nichts gegen dich, Almöhi. Und Clara, merkst du eigentlich, wie du dich neben deiner besten Freundin Heidi, ja genau, die Heidi, nach der die Serie benannt ist, in der du nur ein Nebencharakter bist, krampfhaft versuchst, dich in den Vordergrund zu drängen? Es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht. Ich bin zu müde. Heidi war auch nicht zu müde, als sie extra für dich nach Frankfurt gekommen ist, damit du eine Freundin zum Spielen hast. Ist es gut so, Clara? Willst du höher schaukeln? Hör auf damit, Heidi. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht schaukeln. Ich will doch nur, dass du fröhlich bist. Das schaffst du aber nicht. Bleiben soll Heidi aber natürlich trotzdem. Es ist an der Zeit, dass Heidi in ihre Berge zurückkehrt. Der einzige Ort, an dem sie glücklich ist. Nein! Nein? Eine tolle beste Freundin, die nicht mehr davor zurückschreckt, Heidi emotional zu erpressen. Möchtest du wieder zurück in deine Berge? Mhm. Ach so, da kann man wohl nichts machen. Ich hab gedacht, wir könnten Freunde werden, Heidi, aber du kannst es wohl hier in Frankfurt nicht aushalten. Kann man ihr ja auch nicht verübeln. Es ist Frankfurt. Ich finde es schade. Ich mag dich gern. Es hätte sehr lustig werden können mit uns beiden zusammen. Ich mag dich auch gern, aber ich finde, weißt du... Dann bin ich eben wieder allein. Ganz ehrlich, verdient hättest du es. Du bist das erste Mädchen, das ich sehe, das noch nicht lesen kann. Und du bist das erste Mädchen, das ich sehe, das noch nerviger ist als Pippis Freundin Annika. Übrigens, es heißt Alphabet, nicht Alphaband. Übrigens, es heißt Freundin, nicht Lehrerin. Aber lass uns lieber über deine Krankheit sprechen. Es ist so schlimm, dass ich nicht laufen kann. Clara sitzt im Rollstuhl. Aber warum genau nochmal? Clara ist seit ihrer Diphtherieerkrankung gelähmt und an den Rollstuhl gebunden. Diphtherie? Was war das doch gleich? Die Diphtherie wird durch Bakterien verursacht. Das Diphtheriebakterium bildet ein gefährliches Gift und verursacht Organschäden, wie beispielsweise Nervenlähmungen. Einmal eingetretene Schäden können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie bleiben lebenslang bestehen. Das heißt, du kannst nie wieder laufen? Das ist natürlich sehr, sehr schade. Clara? Clara? Aber du läufst. Du läufst? Ich laufe. So, trotz Diphtherie, es wird eng für dich, Clara Sesemann. Clara hatte keine einzige Stunde Krankengymnastik bekommen. Wie sollte diese plötzliche Veränderung möglich sein? Das leuchtete mir nicht ein und verletzte meinen kindlichen Realitätssinn. I feel you, Michael. Mein auch. Ganz ehrlich, Clara, bei dem Theater, das du abziehst, wundert es mich auch wirklich nicht, dass Heidis Serie solche Bewertungen kriegt. Müll. Für einen 27-Jährigen nicht gerade der Hit. Wahrscheinlich Stoned by Prime gekauft. Nicht empfehlenswert. PS, ein Stern dazu. Der Hund ist cool. Keine Ahnung, was Stoned heißt. Aber für mich ist es auch nur schwer zu ertragen, Sebastian. Zurück zum Thema. Clara Sesemann, kann es sein, dass du eigentlich die ganze Zeit laufen konntest, hätten dich Peter, der Almöhi und Sebastian gar nicht ewig die Berge hochtragen müssen? Danke, Großvater. Großvater? Du bist dir wirklich für nichts zu schade, oder? Clara, das ist Heidis Opa. Und überhaupt, die Serie heißt Heidi und nicht Clara.
seine beste Freundin krank machen, aus der eigenen Serie ekeln und dafür jahrelang eine Lähmung vorspielen? Clara Sesemann, du hast wirklich Eier aus Stahl. Und beim nächsten Mal? Krümelmonster, lern endlich zu essen. Eier aus Stahl.